Da bin ich wieder, mit Let's Play Day of the Tentacle. Und wir waren beim letzten Mal stehen geblieben, die restliche Familie Edison, die neuere Variante davon, aus der Zukunft im 22. Jahrhundert, aus ihrer Zelle zu locken, nachdem sie irgendwie nicht freiwillig gehen wollten. Und naja, sie haben wenigstens Bescheid gegeben, dass sie keine Stinktiere mögen. Und was haben wir natürlich hier? Eine Katze mit einer weißen Spur auf dem Rücken ähnelt einem Stinktier damit. Hey! Seht mal, ein Stinktier. Na, ob der die kriegt. Kommt zurück, ihr verrückten Menschen. Das dürft ihr nicht. Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude. Ein ausbruchssicheres. Wer sagt, aus Cartoons könnte man nicht lernen? Was, Kätzchen? Ja, aus Cartoons lernt man so einigen Scheiß. Und wie dämlich es auch hier ist und warum auch immer es noch existiert, das Labor in der Uhr. Hungs. Und natürlich der Staubsauger, den wir durch die Vergangenheit hervorgerufen haben. Die Verlängerungsschnur jagen wir durchs Fenster, das brauchen wir noch. So, natürlich brauchen wir einen geliebten Hamster, der für uns den Strom erzeugt. Schief gegangen. So, aber wozu natürlich der Staubsauger, wenn man ihn nicht nutzen darf? Natürlich darf man ihn nutzen. Irgendwie muss man doch an Hamsterchen wieder rankommen. Haben wir den Hamster natürlich weggesaugt. Ist natürlich auch wunderbar, der hat die Aufschrift auf dem Staubsauger. You suck. Du stinkst. Oder wie man es ausdrücken will. Nun? Schaut euch den mal an. Er rennt und rennt und rennt und rennt. Und erzeugt natürlich damit viel, viel Strom. So, wie wir es brauchen. So, jetzt müssen wir natürlich unsere Stromquelle noch natürlich mit unserem Chronojohn einstecken. Und es ist an. Wäre der Erste natürlich damit schon alles abgeklärt. Versuchen wir jetzt noch Hoagie alles breit zu machen, dass er zurück in die Gegend kommen kann. Exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Juhu, Nummer 2 und Nummer 3 haben wir natürlich auch gleich. Die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Wo? Soll das lustig sein? Bin sehr beschäftigt. Tja, tja. Die Amis und die Briten, die haben sich schon immer sehr gut vertragen. So, natürlich haben wir das Problem, wie soll man die Batterie aufladen? Da weiß man natürlich schon Bescheid, hat man ja schon mehrfach durchgespielt, das Spiel, auch wenn es eine halbe Ewigkeit her ist. Wir brauchen aber natürlich erstmal einen stabilen Draht. Ich hab hier was für dich, Mister. Mister Superhirn? Gib schon her. Er mag anscheinend seinen Namen nicht. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen. Wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Ein wahrer Schwein, ey. Nein, da kommt nichts.
Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar. Lasagne. Hoffentlich. Lasagne. Hm. Niam, niam, niam. Ich krieg Hunger. So, fix die Batterie. Und hoffe jetzt! Wuhu, klar beim ersten Mal. Ich hab's früher immer sehr oft verkackt. Yippie! Aber jetzt endlich ohne Probleme. Er fliegt so seltsam. Du hast es. Bleib so. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus. Er bricht aus. Renn um dein Leben. Ich bitte. Na, das war interessant. Jau. Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein. Den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Wie heißt das denn dann? Hoagie-Nator? Tja. Zum Glück ist das nie passiert. Wenn, dann wär's ein Schlagzeug. Dann würde es sich wenigstens lohnen für ihn. So, Batterie an Chrono John. Boah. Wäre die Nummer 2 auch soweit? Na, heißt den letzten im Bund noch mit reinbringen. Heißt es wieder gemütlich aufs Dach gehen und eine Zeitung. Frohfroh Smaragd gestohlen, runde Abdrücke hinterlassen. Was auch immer für ein Smaragd das sein soll. Ich frage mich ganz ehrlich jetzt, wenn es solche Tentakel geben würde. Wo guckt man bei denen dann den Finger abdrücken? Wer weiß. Besser nicht. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. So, ach nee, ich muss ja... Ziehe Seil, ich bin auch blöd. Ziemlich blöd. Und da stirbt Arneid. Kräftiger ziehen, komm schon. Und... zu kräftig. Ein Krachmacher wieder mal. Aber Ted wäre wenigstens schon mal oben. So wie wir es brauchen. Geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Kamin hoch. Oh, das hat mich immer gestört. Aber was soll's. Es macht Laune. So, ab durchs Fenster. Und tausche mir Ted mit Dr. Fred aus. Und gekonnt schief gegangen. Ja, wie? Oh. Ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin? Versuch einfach leise zu sein, okay? Okay, Doggy. So, dann schauen wir mal Seil mit Dr. Fred, damit wir ihn nach unten bekommen. Ohne ihn fallen zu lassen. Sehr gut verbunden. Und das Ganze noch einmal. Na, ziehe Seil. Perfekt. Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Trottel. Abgang. Und... uff. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred. Der schläft. Ich bringe ihn besser ins Labor. Tja, jetzt habe ich ihn hier. Aber er ist bewusstlos. Tja, tja. So heißt es im Endeffekt irgendwie wach machen. Und da hatten wir noch einen starken Kaffee übrig. Jetzt wecken wir ihn mal richtig auf. Verdammt guter Kaffee! Tja, da kann man froh sein, dass er der Steuerfahndung damit
wegrennen könnte. Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Vergiss es, ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Unterschreiben Sie oder ich werde echt verrückt, aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Gut, dann lesen Sie halt. Nein, vergiss es. Vergiss es, ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ich lasse Purpur für verrückt erklären und verhaften. Ich starte eine Petition zur Verbannung aller Tentakel. Ich bestach Purpur-Tentakel. Da haben sie einen Schreibfehler drin, das sehe ich gerade. Ich bestech Purpur-Tentakel ganz einfach. Oder ich glaube, ich kann nicht. Hey, bist du in deinem Verein? Das gibt keinen Sinn. Ich lasse Purpur für verrückt erklären und verhaften. Das ist eine gute Idee. Aber ich brauche einen Zettel, unterschrieben von einem Doktor. Oh. Hey, ich bin Doktor. Auch gerade so. Wir haben Glück. Nun, viel Glück. So, damit hätten wir den Vertrag. Den schicken wir jetzt zu Hoagie. Damit hat der Vertrag nämlich eine Gültigkeit von 200 Jahren. Die Überraschung kommt danach. Aber erstmal müssen wir zum Pony Express Briefkasten. Aber ich muss sagen, die Post geht hier im Spiel wenigstens schneller voran als im echten Leben. Genauso schnell. Es klingelt. Man darf gespannt sein. Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger. Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Fräulein, bitte ein Reisebüro. Das ist ein Notfall. Tantieme kriegen die heutzutage schon dafür. Praktisch, praktisch. Würde man mein Leben zu einem Computerspiel verarbeiten, ich glaube, das würde ein Reinfall werden. Was machen wir aber jetzt mit so viel Geld? Schließlich habe ich ja unser Schweizer Bank, Herr Sparbuch. Ja, ich bin schon ein Arsch. Dafür gibt es einen Fernseher. Mal schön, Teleshopping-Kanal gibt's bestimmt. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. So, hätten wir eine Telefonnummer. Ans Telefon kommen wir leider hier gerade nicht ran. Was soll's? So, dann rufen wir hier mal fix an. Nett. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit Sofort ist der Da-Service. Danke für Ihren Anruf. Na, das ist Service. Yep, auch wirklich. Solchen Paketservice würde ich auch gerne mal genießen. Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. So, hier werde ich den Part erstmal vorzeitig beenden, denn wir nähern uns bereits dem Ende von unserem Let's Play Day of the Tentacle. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.